Servus Freunde und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Mass Effect Andromeda. So. Wir haben ja beim letzten Mal gestern sind wir ja hier links, rechts, oben, unten, links, rechts, oben, unten gelaufen. Und ich glaube, das wird heute nochmal dasselbe sein. Aber das macht ja ganz schön Spaß, weil man ja doch ein bisschen geschichtliche Sachen erfährt. Und Sachen aufklärt. So. Hier muss irgendwo noch etwas sein. Okay, wir müssen durchlaufen. Machen wir das. Wo seid ihr, meine Freunde? Hier hin. Weiter durchlaufen können wir ja nicht. Muss also irgendwo was sein. Hier durch? Ja, doch. Sind gar nicht so verkehrt. Bevor ich aber... Ach, wird schon werden, hoffentlich, wa? Was meint ihr? Kryostation? Gehen wir da nochmal hin. So. Ja, warte. Hier wird doch wieder einer Stunk machen. Pennt hier? Hallo, mein Schöner. Gut, dass Sie da sind. Hat Dan Sie informiert? Kranke Person läuft frei auf der Station herum, ist schlimm genug. Ich wünschte, das wäre alles. Vor unserer Abreise hat mein MedTech Charlie seiner Tante geholfen, sich beim Initiative-Programm anzumelden. Er ist ein Arzt und sieht aus dreckig wie ein Schwein. Kann nicht wahr sein. Betrogen? Ja, sie hat TH-314. Tödlich, in späteren Stadien hochgradig ansteckend und speziesübergreifend. Die Krankheit war inaktiv, brach aber aus, als Charlie sie aufweckte. Er hat angenommen, es wäre nur die Stase-Krankheit. Es gibt kein Heilmittel, keinen Impfstoff. Sie ist im letzten Stadium tödlich und die Tante ist verschwunden. Wir haben ein Problem. Die Tante ist verschwunden. Wissen Sie, wo Charlie ist? Und die Alte jetzt erschießen, oder was? Er wurde für eine Mission einer Apex-Einheit zugeteilt. Sie ist zurzeit nicht erreichbar. Charlie wusste nicht, dass das Virus nach der Stase ausbrechen würde. Virologie ist nicht sein Spezialgebiet. Sie ist seine einzige Verwandte. Trotzdem hätte er es natürlich besser wissen müssen. Ja, die ist ein ernstes Problem. Wir müssen dafür sorgen, dass sie eingeliefert wird und niemanden ansteckt. Ich würde gerne ihr Wohlbefinden über alles andere stellen. Aber wir müssen die Auswirkungen berücksichtigen. Aber es ist oberste Priorität, dass TH-314 sich nicht ausbreitet, was es auch kostet. Das wird nicht einfach werden. Muss ich sonst noch was wissen? Handeln Sie rasch, aber diskret. Wir können deshalb nicht die ganze Station in Panik versetzen. Ich muss also lediglich eine ganze Raumstation durchsuchen. Diskret. Alles klar. Es könnte schlimmer sein. Sie könnte die Station verlassen haben und potenziell die Angara anstecken. Fangen Sie beim Zoll an. Da musste sie trotz gefälschter medizinischer Freigabe durch, so wie alle anderen. Gott! Dr. Carlyle hat mir Zugriff auf das Profil von Ruth Becker gewährt. Die Datei enthält auch eine Personenbeschreibung. Das ist, heavy. Das hilft uns weiter. Danke, Sam. Na dann. Machen wir uns mal auf den Weg und versuchen, die Alte mal einzufangen. Die Tante, wie er sagt. Und ich auch immer zu sagen pflege. Hier gibt's auch schon mehr Quests und so weiter, aber das ist jetzt mir mal gerade. Egal, wollte ich gerade sagen, aber. Okay. Ist mir doch nicht scheißegal. Wir machen eine Abbiegung, wir machen das hier gleich fertig, wenn wir schon mal hier sind. Ich habe keine Lust, hier tausendmal noch hinzulaufen. Sagt es unseren Anführern, weckt die Schläfer auf! Alte Klappe, du bist aber voll verrückt. Was sind jetzt hier? Mit Demonstranten sprechen? Okay. Clan, hey, was geht hier vor? Das ist eure neue Galaxie. Blumi, reden über den Neuanfang, während eure Kinder eingefroren bleiben. Und das verdankt ihr alles eurem Pathfinder. Wie bitte? Wir warten seit Monaten darauf, dass unsere Familien aus der Stase geholt werden. Sie waren für ihren Außenposten vorgesehen. Und weil ihr Militär wolltet, muss die wissenschaftliche Unterstützung warten. Mal wieder. Oh. Durch die ganzen Unbelegungen sind sie jetzt in 10 verschiedenen Kolonieblöcken.
und meine Mutter steckt mit drin. Heul doch. Gibt's doch gar nicht. Na, wir mussten eine Entscheidung treffen. Wir hatten nur Ressourcen für einen Außenposten, also habe ich mich darauf konzentriert, was wir am dringendsten brauchen. Und deswegen sitzen meine Enkel jetzt in dieser Kapsel fest. Vielleicht könnten sie die Sache ja klären. Ich will einfach nur, dass meine Mutter aus der Stase kommt. Wir alle wollen nur unsere Familien wieder haben. Sie veranlassen doch Stase-Aufhebungen. Sie können unseren Anführern sagen, dass sie diese Kapseln öffnen werden. Noch heute! Oh Gott. Okay, ich rede mit der Führung über mögliche Lösungen. Na was auch sonst. Wir reden einfach mit jedem hier. 40 Monate Versprechungen. Es ist Zeit für Ergebnisse. Wir haben uns schon an Edison gewandt. Aber das Miststück macht denn er da? Ist er Boxer oder was? Fangen Sie mit Kandros an. Macht sich warm. Er hat diese 10 Soldaten. Hat heute noch einen Fight. Vielleicht nimmt er uns ernst. Okay. Clans vor Kumpels. Ah, Mann, es ist so viel hier, ne? Es ist so viel. Wahrscheinlich muss ich jetzt mit dem Zug wieder zurückbügeln und. Oh Gott. Wetten? Na klar. Ach komm, scheiß drauf. Wir fahren einfach. Wir müssen es ja verfolgen. Ob ich nun jetzt dahin fahre oder nachher. Ist zwar ein bisschen, naja, unschön, aber wir werden es überleben. Naja, mein schöner Kandros. Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche. Oder ist das Sache der Miliz? Ich muss mit Ihnen über die Stase-Aufhebung und die Demonstranten in den Hydrokulturen reden. Verstehe. Vielleicht sollte ich dafür die anderen holen. Demonstranten haben die Hydrokulturen besetzt. Sie wollen, dass ihre Familien aus der Stase geholt werden. Der Außenposten auf Eos hat den Ablaufplan unterbrochen. Und jetzt sind Dutzende Leute auf unterschiedliche Kolonieblöcke verteilt. Die Demonstranten wollen dieses Problem noch heute gelöst sehen. Wissen Sie, in unserer Position... Wir können diese Familien nicht aufwecken. Wir haben nicht die Ressourcen dafür und wüssten auch gar nicht, wohin mit ihnen. Wir haben Eos besiedelt. Und da soll kein Platz für ein paar mehr sein? So einfach ist das nicht, Ryder. Alles, was Eos im Moment produziert, ist bereits verplant. Und was sollten diese Wissenschaftler auf einem militärischen Außenposten tun? Was schlagen Sie vor? Wir lassen die Familien in der Stase, wo sie sicher sind, und vertreiben die Demonstranten aus den Hydrokulturen. Sie mögen ja einsichtig wirken, aber das galt auch für die Exilanten. Eine Revolte war genug. Unser Überleben ist wichtiger als Familienzusammenführungen. Wie würden Sie mit den Demonstranten verfahren? Ich würde einen Trupp reinschicken und sie raustreiben. Wenn es sein muss, auch mit vorgehaltener Waffe. Wenn sie sich wehren, landen vielleicht ein paar von ihnen auf der Krankenstation. Aber das ist besser, als die Hydrokulturen zu verlieren. Oder die Nexus. Puh. Diese Leute sind nicht unsere Feinde. Wir haben diese lange Reise nicht auf uns genommen, um Familien auseinanderzureißen. Wir lösen das Problem mit der Ressourcenknappheit schon irgendwie. Ihr Mitgefühl ist bewundernswert, aber... Dann werden wir wohl alle den Gürtel enger schnallen müssen. Sie können einen Stase-Override-Befehl von der Kommandozentrale aus erteilen. Hoffentlich ist der Rest dann auch so einfach. Cool, wir haben's. Die Bitte um Nachschub ist eingegangen. Medikamente, Post und Verpflegung sind unterwegs. Wir können auf jeden Fall jetzt die Leute freilassen. Wenn wir das wollen. Ja, ich denke mal, wir machen das jetzt auch, oder? Mein Gott. Ist nur ein Spiel. Okay, sende den Override-Befehl. Die Stase-Kapseln müssten jetzt entsperrt werden. Sie machen das wirklich? Ich war bei dem Protest in den Hydrokulturen dabei. Ich dachte, wir bekämen lediglich weitere Ausreden. Aber wir haben bereits ein Jahr mit dem Warten auf unsere Familien verloren. Ich bin froh, dass es jetzt soweit ist. Ich weiß genau, was Sie empfinden. Meine Familie hat auch gelitten. Dann wissen Sie ja, warum das wichtig ist. Meine Mom hatte Angst, dass etwas schief geht und sie in der Stase die ganze Zeit wach ist. Ist sie zwar nicht, so funktioniert das nicht, aber ich will, dass sie rauskommt, damit ich es weiß. Override abgeschlossen. Stase-Aufhebung ausgelöst für Jesper K. Griffith G. Pilquist A. Demerci P. Kozlov S. Da, das ist sie.
So, auf geht's, such deine Mutter. Was machen Sie noch hier? Ihre Mom sollte beim Aufwachen als erstes ihr Gesicht sehen. Genau. Jawohl, danke. Such deine Mutter. Angesichts der neuen Ressourcenverteilung könnte es erforderlich werden, dass das Personal in Stase auf der Hyperion jetzt länger warten muss. Wenn es soweit ist, haben Sie alle ein Zuhause, für das sich das Aufwachen lohnt. Versprochen. Nice. Naja, dann haben wir da auch schon wieder ein bisschen was erledigt. So muss das sein, ey. So. Und dann gehen wir da noch hin. Das hat man ja vorhin auch noch. Müssen wir hier mit ihm hier reden. La 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 la. Oh, ey. Es tut mir leid, Lana. Block doch nicht. Überwachung. 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 Was soll ich jetzt hier machen? Diese okay. Datei ist nutzlos. Wir überprüfen noch eine. Und wieder eine unbrauchbare Datei. Ein Zufall ist unwahrscheinlich. Wir überprüfen noch eine. Ist toll. Oh, diese Datei ist ebenfalls beschädigt. Mit Sicherheit kein Zufall. Man braucht eine ziemlich hohe Freigabe, um die Dateien der Überwachungskameras zu manipulieren. Vielleicht jemand, der für Kandros arbeitet. Das wäre das Wahrscheinlichste. Kannst du aus den Dateien mit biometrischen Scans eine Identifizierung rauskitzeln, Sam? Die Dateien sind schwer beschädigt. Aber wenn ich alle verfügbaren Identifikatoren kombiniere, könnte es funktionieren. Auf Basis der eingeschränkten verfügbaren Informationen suchen wir einen männlichen Menschen, der entweder der Nexus oder der Hyperion zugeteilt ist. Sie werden Scans aus unmittelbarer Nähe durchführen müssen. Verstanden. Scheiße. Really? Really, 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 really? Diese Person ist es nicht. Ja, wäre ja auch zu einfach. Wenn dies direkt wäre. Biometrische Daten stimmen nicht überein. Wo muss ich noch hin hier? Das muss doch noch irgendeiner. Ah, der ist oben. Ist der oben? 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 Unten? Ja, er sagt unten. Also muss ich hier unten reinlaufen. Na, 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 na. Na klar. Exilator macht mich wahnsinnig. Ehemalige Sicherheitschefin an der Meuterei beteiligt. Wahnsinnig. Ist den Farbfilm vergessen. Ein Michael. Der Dutzende Opfer gefordert hat. Die Initiative hat die Exilanten, unter ihnen auch Kelly, Übereinstimmung negativ aufgespürt. Einem Bündnisplaneten im Kovorkamp-System. Jaren Tan, der Direktor der Initiative, bezog zu den Neuigkeiten. Da sitzt. Der Scan zeigt eine partielle Übereinstimmung. Ziel ist wahrscheinlich Verdächtiger. Wer ist es? Dale Atkins, richtig? Wir müssen uns unterhalten. Hören Sie, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe zu arbeiten. Nennt man Sabotage heutzutage so? Arbeit? Dafür, dass Sie hier neu sind, sind Sie ziemlich überheblich. Sie haben nicht die geringste Ahnung, was hier los war. Die Beweise sagen, dass Sie ein linkes Ding gedreht haben. Na klar. Ach kommen Sie, sparen Sie sich das. Ich habe genug von all den Heuchlern auf dieser Station. Sie waren nicht hier, als Sie unsere Freunde und Familien rausgeworfen haben. Meuterei? Dass ich nicht lache. Wir wollten einfach nur antworten. Meine Schwester ist jetzt da draußen. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt oder... Ich bedauere diese Vorfälle, aber Sprengladungen sind keine Antwort. Leute ins Exil zu schicken, weil sie mit der Politik nicht einverstanden waren, aber auch nicht. Mir ist egal, was Sie denken. Sloan und die anderen haben das Richtige getan, als sie wissen wollten, was eigentlich los ist. Sie hätten jemanden verletzen können. Sogar töten. Wie diejenigen, die getötet wurden, als unsere Anführer meine Freunde von Krogana niedertrampeln ließen? Genug geredet. Er streitet zumindest ich gestehe, nicht ab. Ich machen Sie mit mir, was Sie wollen. Das ist nicht meine Entscheidung, sondern die der Anführer der Nexus. Die sollen eine Entscheidung treffen? Na, da bin ich ja mal gespannt. Sehr schön. Auch geschafft. Was haben wir denn jetzt hier noch auf dem Schirm? Hier noch irgendwas? Ihr dürft ja jetzt... Sag ich mal, wir kriegen auch nicht viel EP dafür, also... Ne? Ist jetzt nicht hier weltbewegend, aber...
So, da wo es blinkt, da... Andockbucht. Irgendwo mussten wir doch hin. Keine Ahnung, ne? Keine Ahnung. Müssen ja nach der alten hier auch suchen. Also auf die Tempest brauchen wir noch nicht. Obwohl bislang nur wenig bekannt ist, geht man davon. Boah, müde, ey. Ist ja gar nicht. Okay, da haben wir noch eine Quest. Da will ich erstmal hin. Ich weiß, wir haben 600 Jahre geschlafen. Die renommierte Asari-Wissenschaftlerin Elisaria Bissain äußerte sich wie folgt. Was wir in dem Gewölbe aktiviert haben. Ja, ich habe eine unautorisierte Lieferung nach Kedera abgefangen. Wichtiges Material, Essensrationen, Werkzeug, Energiezellen, das volle Programm. Alles korrespondiert mit Diskrepanzen im Inventar. Jemand stiehlt und lagert Vorräte auf der Nexus und der Hyperion und beliefert damit die Exilanten. Wenn Sie die Augen nach verdächtigen oder falsch gelagerten Paketen offen halten könnten, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Mal sehen, was ich tun kann. Sehr gut. Gestohlene Vorräte haben keinen Freigabevermerk. Sam sollte sie also identifizieren können. Klar. So, alle gut, ja. Wir haben noch, So, na gut. Dann dahin. Gleich wieder Zug fahren. Hoch kann ich nicht. Hoch. Oh, noch eine Kyro-Station. Großen Dank auch. Bin ich schon wieder zu glatt oder bin ich zu glatt? Das sind gestohlene Vorräte. Ich werde den Doc-Verwalter informieren. Verwalter, Doktor, das Verwalter mal. So, also, wir müssen wieder auf die Kyro-Station. Und wir müssen dahin. Und wir müssen dahin. Das ist doch schön. Was? Ihr Zug. Yay, Zug fahren. Okay. Weit ist... Nee. So machen wir das mal nicht. Und da komme ich doch. Noch ein Lager mit gestohlenen Vorräten. Alarmiere den Dockverwalter. Bisschen MMO-Style hier. Okay. Mit Hatstick. Da immer mehr Reisende aus der Stase geweckt werden, benötigt die Initiative dringend Blut, Gewebe und DNA. Mögliche Spender werden gebeten, sich an einen Arzt zu wenden. Gewebe brauchen sie? Na, dann muss ich mal meine Arschbacke hinhalten. So. Guck mal. Noch ein Lager mit gestohlenen Vorräten. Alarmiere den Dockverwalter. So. Jetzt haben wir es aber. Sehr schön. Coole Sache, ey. Wieder eine Mission fertig. Aber ich muss jetzt diese alte noch suchen. Ich habe bloß keine Ahnung mehr, wo das ist. Die haben irgendwas vom Zoll gesagt. Da gehe ich mal davon aus, dass es was mit der Andockbucht zu tun hat, weil wo soll es sonst sein? Der Zoll ist bestimmt nicht auf dem Deck. So. Weil ich hier hin muss. Irgendwo gibt es hier ja was. Nur Bests. Noch mal kurz zu den Händlern hinlaufen. Panzer, das hatten wir. Bei den beiden war ich. Oh, noch mal noch mehr hier. Vorne? Vorne noch? Oh, das ist er. Oh ja, Gil, töte Sindbad.
Ihr sitzt hier. Ah, mit denen können wir jetzt pokern, ne? Okay, Ryder. Ich schätze, ich habe meine Bestimmung gefunden. Ach ja, und die wäre? Sie beim Pokern zu vernichten. Soll ich gehen? Ryder, soll ich Gils Vitalwerte überwachen, um ihnen einen Vorteil zu verschaffen? Nee, das war jetzt echt mies. Nein. Gut, dann geben eben Sie. Macht Spaß. Es ist toll, so fertig gemacht zu werden. Poker hat mich schon einige Freunde gekostet. Die einzige, die noch mit mir spielt, ist Jill. Ich weiß, Jill und Gil. Jill und Gil. Gil und Jill. Deshalb wird sie auch immer für mich da sein. Ist auch geil. Jill ist Fertilitätsexpertin. Und Gil. Sie leitet das KRK und die beiden sind unzertrennlich. Jill und Gil. Ich gehe mit. Das KRK? Das Koloniale Repopulationskomitee. Sie wirft mir ständig vor, ich wäre Gift für ihre Arbeit. Sie sagt, wenn ich keine Kinder zeuge, bin ich Teil des Problems. Und sie hört nie auf zu nörgeln. Das klingt ziemlich respektlos. Stört sie das nicht? Ach was, wir sind wie eine Familie. Sie hält immer zu mir. Neckereien gehören dazu. Sie müssen sie kennenlernen. Sie ist toll. Ich erhöhe um 100. Ich passe. Und wieder gewonnen. Tja, sie haben gewonnen. Damit ist mein Lebensziel erreicht. Was mache ich denn jetzt? Ich werde mich rächen. Irgendwann vielleicht. Jill war sich sicher, sie würden mich besiegen. Ich kann es kaum erwarten, ihr zu erzählen, dass meine Serie noch anhält. Autsch. Viel Spaß. Und danke fürs Spiel. Naja, wir hätten ja bescheißen können, aber das macht man ja nicht. Man bescheißt ja nicht. Hm? Wahrscheinlich können wir nochmal gegen ihn spielen. Was hat er hier für ein... Oh, sie? Hey, hallo. Ich habe mich gefragt, ob sie mir vielleicht helfen würden. Es wäre zum Wohl der Bar. Da, komm. Immer her damit. Also, die Leute helfen zwar mit, aber wir haben nur einen begrenzten Vorrat an Zutaten. Halten Sie Ausschau nach allem, was wir irgendwie für neue Drinks benutzen könnten. Und dafür dürfen Sie sie dann umsonst probieren. Sicher. Die Verköstigung wird bestimmt sehr interessant. Keine Sorge. Dutch meckert zwar viel, aber er macht das mit Herzblut. Und er ist der beste Chemiker, den ich kenne. Sie sind in guten Händen. Hawaii, Kedera. Naja, klar. Logisch. Ist ja nicht so, als ob... Oh, Gottes Willen. Ja gut, wenn wir es nicht machen wollen, müssen wir es ja nicht unbedingt, aber... Mich interessiert mal jetzt, wo ich hier dieses... Dieses Vibe finde. Dieses Vibe. Mission. Die Aufgaben, Mann? Wollt ihr mich vereiern? Ich hab doch so viel gemacht, Mensch. Familie Riders. Der dein Feind. Ja, wir könnten jetzt nach Meridian reisen, aber... Weiß nicht, sollten wir das tun? Sollen wir nach Meridian reisen? Schreit jetzt mal nicht alle so laut, ja. Ist zu laut auf den Ohren. Ach komm. Wir haben jetzt hier genug gemacht, würde ich sagen. Zur Not können wir das hier immer noch machen. Wir reisen erstmal nach Meridian. Sollten uns ja um diesen Typen da kümmern. Sollten die Leiche da noch holen und so weiter. Das sehen wir dann vielleicht auch noch, wenn wir auf dem Schiff sind. Und... Ja. Das ist doch schön für dich. Ich auch nicht. Auf geht's. Ja, möchten wir. Geht's erstmal auf die Tempest zurück. Und entweder wir besorgen die Leiche. Entschuldigung. Entweder wir besorgen die Leiche oder. Sowieso mit der Folge jetzt bald am Ende. 20 Minuten jetzt und. Ja, mal gucken.
zumindest noch irgendwas anfliegen. Okay, Galaxiekarte. Oh, Gil wollte, dass Sie vorbeischauen. Machen wir. Bei Gil schauen wir noch vorbei, das kriegen wir hin. Aufpassen, Gil tötet gerne Sindbad. Hier wieder. Ah, nee, das wollen wir erstmal nicht. Wir gehen erstmal nach Gil. Grüß dich, Jal. Gil! Oh, hey! Selber hey! Ich muss Sie etwas fragen. Schießen Sie los. Denken Sie, Sie werden Kinder bekommen, wenn dieser ganze Irrsinn vorüber ist? Was? Wie kommen Sie denn jetzt darauf? Jill, meine Freundin, von der ich Ihnen erzählt habe, als ich sie beim Pokern vernichtet habe, sie leitet das erste Repopulationsprogramm der Initiative in Prodromos. Und sie redet von nichts anderem mehr. Das hat mich nachdenklich gemacht. Letzten Endes geht es bei dieser ganzen Sache, bei der Andromeda-Initiative, doch im Grunde darum, dass wir uns vermehren. Und für diese Erkenntnis haben Sie so lange gebraucht? Ich sagte doch, ich habe das alles nicht wirklich durchdacht. Aber wenn wir nicht überleben, hat im Grunde nichts von dem, was wir hier tun, eine Bedeutung. Jill hat recht. Möchte also Kinder mit uns. Wir sollten möglichst bald damit anfangen, Kinder in die Welt zu setzen. Definitiv. Wer hätte gedacht, dass diese ganze Geschichte letztendlich nur eine bessere Partnervermittlung ist? Ach, der biologische Imperativ ist irgendwie scheiße. Sie wollen also ein eigenes Kind? Ich weiß es nicht. Das war für mich nie ein Thema. Sie wissen doch, wie ich bin. Ich tue, was auch immer mir mein Bauchgefühl gerade sagt. Und blicke nicht zurück. Meiner Mutter zufolge war mein Vater genauso. Keine Ahnung, ob das stimmt. Er möchte also ein Kind mit uns. Schon vor meiner Geburt dazu gebracht, weiterzuziehen. Das klingt irgendwie nach meinem Vater. Sie tun ihm Unrecht. Er wollte sie in seiner Nähe haben. Er hat dafür gesorgt, dass sie und ihr Bruder ihn hierher begleiten. Und er ist für sie gestorben. Ja, aber er hat andere Entscheidungen getroffen, durch die er sich von uns entfernt hat. Das kann genauso schlimm sein. Ich verstehe, was Sie meinen. Trotzdem wären wir ohne unsere Väter nicht hier. Sie haben uns in die Welt gesetzt. Vielleicht genügt das ja schon. Danke, Ryder. Es hat gut getan, darüber zu reden. Oh, bitte, Gil. Ich teile so Coitus mit uns treiben. Es ist, naja. Na gut. Ich guck mir das hier noch kurz an, wa? Die Ghoststorm-Technologie ist jetzt vollständig erforscht, Pathfinder. Cool. Ausgezeichnet. Dann sind wir bereit für unseren Vorstoß auf Meridian. Ich berufe sofort eine Besprechung ein. Das machen wir doch jetzt noch, wa? 2 Minuten. Wir können ein bisschen können wir überziehen, mein Gott. Aktivieren. Geht los. Die Anführer der Nexus halten unsere Suche nach Meridian für Zeitverschwendung, aber wir wissen, dass sie sich irren. Die Aktivierung der Gewölbe reicht nicht. Wir brauchen noch das Herzstück. Nur um das klarzustellen, Sie widersetzen sich einem direkten Befehl? Es ist meine Aufgabe, uns nach Hause zu führen, und genau das tue ich. Mit oder ohne Erlaubnis. Haha, das ist die richtige Einstellung. Und die Cat? Da kommt die Ghoststorm-Technologie ins Spiel. Ist doch so, oder, Raker? Ja, unsere gefälschten Signale sollten einige Cat ablenken. Zwar nicht alle, aber doch auf jeden Fall genug. Die Tempest ist klein und schnell. Ich brauche keine große Lücke. Wir setzen sie ab und sind wieder weg, bevor es die Cat mitkriegt. Klingt ja nach einem geilen Plan. Auf Meridian erledigt ein kleines Team den Rest. Wir müssen schnell sein und die Geheimnisse ergründen. Direkt hinter feindlichen Linien. Guter Zeitpunkt, um ihre Anzahl und Verteidigung abzuschätzen. Bei dem Rückweg werden wir genauso wie bei dem Hinweg vorgehen. Wenn wir mit Informationen über Meridian zurückkommen, wird die Nexus schon zuhören. Das klingt doch nach einem soliden Plan. Raker, sind Sie bereit? Wir können jederzeit anfangen, Pathfinder. Alles klar, Leute, es ist soweit. Legen wir los. Legen wir los. Aber nicht mehr in dieser Folge. ja, dann wird's ja in der nächsten Folge richtig schön spannend, würde ich sagen. Vielleicht sogar in der darauffolgenden auch noch. Kommt drauf an, wie lange das Ganze jetzt dauert. Und ja,
Wir haben es sogar in den 30 Minuten, die wir jetzt haben, geschafft. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Mass Effect wieder. Also bis morgen. Es wird Spaß.